Ein Kind mit übernatürlichen Fähigkeiten, eine Model-Ikone, die zurückkehrt, ein römischer Feldherr als Entführungsopfer und Will Smith, der sich mit der NFL anlegt. Das alles ist heute Thema einer neuesten Ausgabe von Frische Filme, zu der ich euch ganz herzlich willkommen heiße. Deswegen will ich auch gar nicht lange schwafeln, sondern ich möchte mich gerne gemeinsam mit euch ins Vergnügen reinstürzen. Und wir sehen uns gleich nach dem ersten Clip. Sechs ermordete Popstars im letzten Jahr. Alle mit diesem Blick. Peace out, Freunde. Für alle, die so gar keine Ahnung haben, dieser Blick nennt sich Blue Steel und ist das Markenzeichen von Ex-Model Derek Zoolander. Der Ex-Schönling hatte sich eigentlich zur Ruhe gesetzt, wird aber reaktiviert und zwar von der Interpol-Agentin Valentina, die Informationen über seinen Ex-Rivalen Modezar Mugatto braucht. Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, wird natürlich auch Fummelguru und Modelkumpel Hansel im Irrenspiel mitmischen. Derek Zoolander, ich arbeite für Interpol, Global Fashion Division. Die ist heiß. Ich vertraue ihr. Und ich vertraue darauf, dass es jede Menge Menschen, Modefans und Modehasser gibt, die auch Zoolander 2 so richtig heiß finden. Oder ebenso bunt, schrill und herrlich durchgeknallt, wie auch schon der erste Teil war. Regisseur, Hauptdarsteller und Autor Ben Stiller hat zumindest einiges aufgefahren, damit die Anhängerschaft alles bekommt, wonach sie verlangt. So wird die ohnehin schon krude Story von einem Dauerfeuer an Slapstick-Gags, Gaga-Dialogen und sensationellen Gaststar-Auftritten zusätzlich perforiert. Das fand die Hälfte unserer Redaktion richtig geil. Sie müssen für uns die Welt der Haute Couture unterwandern. Das momentan angesagteste Supermodel der Welt, das ist All. Bist du jetzt ein männliches Model oder ein weibliches Model? All ist alles. Ich glaube, er meint, hast du das Brötchen oder die Wurst? Ups. Nun, für den Rest von uns war es eigentlich eher more of the same. Also mehr Action, mehr Schauspieler, mehr Stars, mehr Rohrkrepierer unter den wirklich guten Gags. Dagegen fehlen die denkwürdigen Dialogzeilen, die den Vorgänger zum absoluten Kult machen, der übrigens damals an den Kinokassen komplett gefloppt ist. Kristen Wiig und Will Ferrell könnten ehrlich gesagt auch ein bisschen häufiger auftauchen, da sie nicht nur Schwung, sondern im Prinzip auch die besten Momente des Films liefern. Und auch wenn es ein paar sehr geniale Gastauftritte gibt, und davon wollen wir nicht zu viel verraten, falls ihr den Film noch sehen wollt, so sind viele wirklich echt nutzlos. Katy Perry auf dem Dach ist kein Gag, sondern eigentlich nur Katy Perry auf dem Dach. Wie kommen Sie zur Fashion-Polizei? Ich war Bademode-Model. Das tut mir sehr leid. Ich habe es nie geschafft, in Ihre Welt zu kommen. Deswegen. Ist ja eklig. Was mich angeht, ich halte mich in diesem Fall diplomatisch zurück. Zoolander 2 lässt definitiv den Charme des Vorgängers ein bisschen vermissen, ist aber so euphorisch bei der Sache, dass man über so manche Macke auch hinwegsehen kann. Nur als Modesatire funktioniert das alles für mich definitiv nicht mehr, denn fast jeder, der genau für das steht, was hier durch den Eyeliner gezogen werden soll, taucht hier auch auf. Also genießt den Irrsinn, ein weiteres Catwalk-Comeback wird es, glaube ich, nicht geben. Also Zoolander 3 auf keinen Fall. Meine Ranks-Tags. Ben Stiller, Owen Wilson, Hashtag Oops, Slash und Schrill. Deutlich ernster wird es mit erschütternder Wahrheit. Das Drama nach wahren Begebenheiten erzählt die Geschichte des nigerianischen Pathologen Bennett Omalu, der Amerikas Nationalsport ins Wanken brachte. Als eine Football-Legende auf seinem Seziertisch landet, entdeckt Omalu, dass der Sport das Hirn des Spielers dauerhaft und auch wirklich verheerend beschädigt hat. Durch die Vielzahl an Kopfstößen hat sich eine degenerative Gehirnkrankheit entwickelt, die Omalu CTE tauft. Er publiziert seine Studie und schafft sich damit einen übermächtigen Feind. Und zwar die National Football League, die NFL. Sie müssen weitermachen. Damit ich weitermachen kann, muss es weitere Tote geben. Bedauerlicherweise gibt es sie schon. Familien werden zerstört, jetzt und hier. Omalu ist damit an die Presse gegangen. Das ist der Aufmacher der New York Times. Wenn ich weiter darüber spreche,
könnten die Dinge sehr schwierig werden. Niemand würde es Ihnen verübeln, wenn Sie jetzt Schluss machen. Hier macht niemand Schluss. Erschütternde Wahrheit ist routiniert gefilmtes Enthüllungskino und erinnert thematisch an Michael Manns Insider. Es hat leider nur ein paar Haken. So ist dieser David-gegen-Goliath-Konflikt eher etwas für Football-Fans logischerweise wegen der Thematik, aber vor allen Dingen für Amerikaner so richtig tiefgreifend. Er ist nicht so allgemeingültig wie ein Kampf in The Insider gegen die Tabaklobby. Darüber hinaus wird sein dramatisches Potenzial nicht völlig von Regisseur Peter Landesmann ausgeschöpft. Auch wenn er öfter wahrhaft erschütternde Football-Szenen einstreut, kann er doch nicht vermerken, dass hier meistens nur 2 bis 4 Leute in einem Raum sind und miteinander reden. Sie führen Krieg gegen eines der größten Unternehmen der Welt. Wenn Sie meine Arbeit weiterhin leugnen, werden Ihre Männer weiterhin sterben. Mich hat der Film aber trotzdem abgeholt. Zum einen, weil ich immer an solchen einer gegen alle Verschwörungsgeschichten sehr interessiert bin. Zum anderen, weil Will Smith hier eine beeindruckende Leistung abliefert. Endlich mal wieder nach all den Flops der vergangenen Jahre. Selten war er so wenig Will Smith wie in dieser Rolle und ich kann euch nur empfehlen, sich den Film auf jeden Fall im Originalton anzuschauen, um wirklich alle Facetten seiner Arbeit, also von Will Smith, zu erfassen. Unterm Strich ist Erschütternde Wahrheit aufrichtig, aber auch konventionell. Ein Sport- und Medizindrama, das Interesse erfordert, aber echt gut gespielt ist. Meine Rankstags: Enthüllungskino, Sportskandal, Football, Will Smith und aufrichtig. So, und jetzt lasse ich mal ganz ungeniert den Fanboy raushängen, denn endlich startet in dieser Woche Hail Caesar, das neue Werk von Joel und Ethan Coen. Und ich finde ihn gut. Im Prinzip geht es darin um den Studiochef Eddie Mannix, ein Mann für alles, der eisern dafür sorgt, dass die Show weitergehen kann und auch weitergeht. So soll er nicht nur einen Cowboy zum Dramadarsteller machen und die Klatschpresse besänftigen, er muss sich auch um einen Mann für seine schwangere Wasserballettkönigin kümmern und die Entführung seines größten Stars abwickeln. Mr. Mannix? Was gibt's? Der Regisseur kann Berg Whitlock nicht finden. Das wurde unter meiner Tür durchgeschoben. Wir haben euren Filmstar. Beschafft $100,000 und wartet auf Anweisungen. Wer wir sind? Die Zukunft. Ich fange jetzt mal mit dem größten Kritikpunkt an. Denn alles, was ich gerade gesagt habe, wirkt nie wie eine runde Story. Es sind Episoden eher lose als flüssige durch Mannix Arbeit verknüpft und viele davon sind eigentlich nur Schnörkel. Soll heißen in diesem Fall, sie bringen die Story nie richtig voran. Darüber hinaus könnte man den Coens vorwerfen, dass sie gnadenlos bei sich selber geklaut haben. Die Entführungsgeschichte erinnert an The Big Lebowski, der Look an Hudsucker und das Filmstudio Capital Pictures ist exakt dasselbe, für das auch Barton Fink geschrieben hat bzw. schreibt. Mr. Mannix, es klingt verrückt, aber jemand von der Zukunft hat angerufen. Großer Gott! Fragen Sie sich, was hier vorgeht? Nun, ich kann dazu nur sagen, wenn die Coens sich selbst bestehen, dann klauen sie wenigstens bei den 2 Besten. Und ja, viele Szenen sind auch nur Schmuckwerk, aber eben verdammt großartiges Schmuckwerk. Wenn sie schon eine Hommage-Satire auf altes Hollywood drehen, dann eben mit Stil. Und jede Menge Stars. Deswegen wird Scarlett Johansson beim Wasserballett von einem künstlichen Wal ins Bild geblasen. Deswegen darf Channing Tatum minutenlang im Gene Kelly-Modus tanzen. Und deswegen beginnt der Film auch wie ein Sandalen-Epos der Marke Ben-Hur. Hail Caesar ist ein Prestigefilm mit einem der größten Stars der Welt, Berg Whitlock. Eine Wahrheit, die wir sehen könnten, hätten wir nur einen Glauben. Cut! Und ich komme jetzt mal zum Punkt. Hail Caesar ist viel herrlicher Lärm um relativ wenig und einer der leichtesten Coen-Filme seit Lady Killers. Großartig von allen Beteiligten gespielt, wundervoll von Kameramann Roger Deakins in Szene gesetzt und reich an Insider-Gags und vor allen Dingen auch Referenzen. Ein sympathischer Seitenhieb auf das System Hollywood und eine Verbeugung vor den glorreichen Zeiten der Traumfabrik. Nicht böse, aber beschwingt. Meine Rankstags: Joel und Ethan Coen, Hollywood-Satire, leichtfüßig, unfokussiert
und Josh Brolin. Für meinen letzten Film in unserer heutigen Ausgabe von Frische Filme übe ich mich mal wieder ein bisschen in Geheimniskrämerei. Denn Midnight Special sollte man am besten so ahnungslos und unvoreingenommen wie möglich erleben. Was man aber wissen kann: Ein Vater ist mit seinem Sohn auf der Flucht. Das Kind hat ganz spezielle Fähigkeiten und wird daher von einer Gruppe von religiösen Extremisten und auch der Regierung gejagt. Gemeinsam mit zwei Helfern versuchen nun Vater und Sohn einen geheimnisvollen Treffpunkt zu erreichen. Punkt. Was wissen Sie über Erdenmeyer? Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Er bekam Anfälle. Dinge gingen kaputt. Es war mehr ein Gefühl. Welche Art von Gefühl? Was ich euch auch noch mitgeben bzw. verraten kann, ist, dass dies der vierte Film von Jeff Nichols ist. Seit seinem Take Shelter bin ich ein absolut Riesenfan von ihm. Und wer das apokalyptische Psychodrama gesehen hat, kann in etwa erahnen, was ihn in diesem Film, in Midnight Special, erwartet. Ein Film, der sich vieler Genres bedient, ohne sich klar einordnen zu lassen, aber gerade deswegen immer wieder neue Gedankenprozesse beim Zuschauer freisetzt. Gleiches gilt für Midnight Special, der sich gekonnt spannend zwischen Roadmovie, Vater-Sohn-Geschichte, Entführungsthriller und Sci-Fi-Drama bewegt. Wir müssen herausbekommen, wo er ist. Sie haben keine Vorstellung davon, womit Sie es zu tun haben. Und ich hoffe, es geht euch jetzt ganz genauso. Aber trotzdem, lasst euch bitte gesagt sein, dass Midnight Special ein guter und außergewöhnlicher Film ist. Ich weiß, das klingt jetzt wie die tolle Katze im Sack und so, aber das hier ist wirklich feinstes Kreativkino. Toll gefilmt von Nichols Stammkameramann Adam Stone und noch besser gespielt von einem sensationellen Michael Shannon. Und faszinierend erzählt. Die Story schlägt permanent Haken, handelt von Macht und der Ohnmacht eines einfachen Mannes und verblüfft mit einem Ende, das lange nachhallen wird und auch nachhallt. Lasst euch einfach mal drauf ein. Meine Rankstags: Jeff Nichols, Michael Shannon, Mystery-Drama, sensibel und Paranoia-Kino. Eine niedlichen Auspuffmieze. Hi. Nicht sagen, wie Sie heißen. Ich werde Sie meine Traumfrau nennen. Sie sind bestimmt sehr sensibel. Sie sind sicher ein Fan von Johnny Cash. Das kann man sagen. Auf dem Highway ist die Hölle los, ist ein weiteres Paradebeispiel dafür, was in den 80er Jahren alles möglich war. Man nimmt fast ein Dutzend Stars, zahlreiche Autos, zitiert ein paar Klassiker, bringt jede Menge Stunts und vor allen Dingen alle paar Minütchen mal einen schlüpfrigen Witz.